Wir sind in dieser Predigtserie Jüngerschaftlich leben. Und ich habe ein paar Feedbacks bekommen. Zum Beispiel, ich sei ein bisschen schnell weitergegangen. Also es sei ein bisschen herausfordernd gewesen. Aus verschiedenen Gründen. Habe ich mir zu Herzen genommen. Insofern als, wir machen nicht 1000 neue Sachen heute. Ich erkläre euch nicht einmal 10 neue griechische Wörter oder so. Sondern ich baue dort auf, wo wir waren, und ich wiederhole. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass ich wiederhole, weil das Thema Jüngerschaft oder jüngerschaftlich Leben ist ein Thema, das wir irgendwie kennen. Und wir haben Sachen in der Bibel gelesen, oder? Jünger von Jesus, das ist so A und O. Aber wir haben vielleicht noch gar nicht so richtig nachgedacht. Und darum ist es gut, wenn Gott wie etwas wieder neu so ein bisschen highlightet, so einen Skiwerfer darauf richtet, dass wir nicht immer wieder neue Sachen haben. Und nach der 10. Predigt haben wir 10 verschiedene Predigten. Am Schluss wir wissen gar nicht mehr, was gesagt worden ist. Sondern dass wir es ein bisschen nehmen, bewegen, dass ein bisschen das Gleiche, wie eine Kuh, oder? Wie eine Kuh wiederkäuen. Und jedes Mal ist es ein bisschen anders. Bei der Kuh weiss ich nicht, wie es ist, wenn wir es wiederkäuen. Ich hoffe, dass wenn wir es ein bisschen wieder bewegen, dass wir nochmal eine neue Facette sehen. Oder ein anderes Bild. Ein bisschen schöner als die Kuh, die wiederkäuen. Ich habe gerne Mineralien. Und so einen schönen, so einen wunderschönen Stein. Ich habe zum Beispiel so einen 60-Kilöner da, so einen Amethyst. Den kannst du immer wieder von einer neuen Seite anschauen. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, habe ich das schon gesehen? Habe ich es so schon gesehen? Du kannst es irgendwie drehen und wenden und jedes Mal glänzt es wieder. Du hast fast das Gefühl, ein bisschen neu, aber es ist immer noch der gleiche Amethyst. Also manchmal langt einfach ein plumper Blick nicht. Und ich glaube, so ist es mit Gott eh. Weil Gott ja Gott ist, brauchen wir manchmal ein neues Heranschauen. Und nochmals ein Heranschauen und nochmals ein Heranschauen. Und in dem Sinne steigen wir ein, jüngerschaftlich leben, heute hauptsächlich so ein Fokus Potenzial zur Multiplikation. Oder da ist angelegt in der Jüngerschaft, dass es sich multipliziert. Und wir haben angefangen, uns Gedanken zu machen in dieser Serie darüber, Gott ist treu. Weil ich glaube, alles fängt bei Gott an. Darum müssen wir nicht bei uns anfangen, sondern bei Gott. Gott hat Gedanken, gute Gedanken, und Gott hat eine Erde geschaffen. Es hat alles bei ihm angefangen. Und wie zeigt sich seine Treue? Seine Treue, die hat sich am Anfang gezeigt, dass er hat wollen, Beziehung haben mit den Menschen. Und es wäre angelegt gewesen auf alle Ewigkeit. Weil es hat 2 Bäume gehabt in diesem Garten, nämlich der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum vom ewigen Leben. Und Gott hat nur von einem Baum verboten, nicht zu nehmen, nämlich vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse, weil er gewusst hat, wenn wir uns reinmischen und meinen zu wissen, was gut und was schlecht ist, dann kommt es nicht gut raus. Das ist sein Teil. Das weiss er. Aber ewig leben, dass diese Frucht hätte man dürfen nehmen. Schon immer, es war nicht verboten gewesen. Das heisst, eigentlich hat es angelegt, ein ewiges Leben in einem paradiesischen Zustand, wo wir glauben, dass er es gut meint mit uns, wo wir auf ihn hören und einfach das annehmen, was er sagt und nicht ihn hinterfragen. Und so darf es ewig sein. Jetzt hat der Mensch gedacht, ja, das stimmt nicht ganz, oder? Irgendetwas haltet Gott uns gleich noch vor. Und dann hat Gott gemerkt, jetzt gibt es den Plan 2. He? Hat er in der Hinterhand gesagt, er hat einen Plan B. Und den hat er ausführen müssen, weil der paradiesische Zustand ist nicht mehr möglich gewesen. Und in dieser verheiteten Beziehung in Ewigkeit ist auch nicht mehr möglich, ist auch nicht gut. Also, Punkt B, Plan B, dass man am Schluss gleich wieder zum ewigen Leben kommt.
Weil das ist ja von Anfang an sein Ziel gewesen, oder? Das hat er uns nicht vorenthalten. Und Gott war treu gewesen und hat immer wieder in der Geschichte der Menschen Bund, Bündnis, Bünd geschlossen. Das ist das Zeichen von seiner Treue gewesen. Das ist nicht ein Vertrag. Ein Vertrag ist zweiseitig. Und wenn die andere Seite ihren Teil nicht einhält, dann kündigt der Vertrag. So ist ein Vertrag. Ein Bündnis oder ein Bund ist, Gott hat gesagt, das mache ich und das hebe ich. Und wenn die andere Seite, nämlich der Lück, ein Drecksack ist und der Bund nicht einhält, habe ich meine Seite gleich immer noch fix, fest eingehalten. Er steht zu seinem Bund. Das ist ein Bund. Und so ist Gott. Er ist treu. Die Bünde kommen immer wieder mit verschiedenen Leuten. Und am Schluss kommt der neue Bund von Gott in Jesus Christus. Du siehst es unter anderem im Einsetzungswort, wo Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. So, das ist das Einsetzungswort, der neue Bund im Blut von Jesus, der neue Bund, der nicht mehr aufhört und der uns ewiges Leben garantiert, wenn wir in dem Bund, der von der Gegenseite von Gott nie wird aufgelöst werden, einsteigen. Das ist unglaubliche Treue. Und der Inhalt von dem neuen Bund ist immer wieder das Himmelreich. Jesus hat schon von Anfang an gesagt, kehret um, weil das Himmelreich ist ganz nahe gekommen. Es ist so nahe, du kannst es berühren, da ist es in Person von mir. Und er hat immer wieder über das Himmelreich und das Reich von Gott und so geredet, in tausend Facetten. Und hat im Grunde noch den Jüngern nichts anderes gesagt, als auch über das Reich zu predigen und das zu verkündigen, hat der 72 gesagt, in einem weiteren Kreis, sie sollen über das reden. Und das ist der ganze Inhalt, dass, wie es im Lukas 4 sagt, auf mir ruht der Geist vom Herrn. Und schlussendlich mündet das, dass ein Gnadenjahr da ist. Er wird Leben geben in jeder Form, ob das Leben aussieht, neues Leben, weil wir ihn kennen, ob das Leben aussieht, geheilt werden, befreit werden. Er gibt Leben in jeder Form. Das ist das Himmelreich. Das ist die gute Nachricht. Gott ist treu. Und jetzt haben wir auch die Berufung. Wir dürfen Jünger sein und zu Jünger machen. Wo Jesus am Schluss, kurz bevor er dann die Erde verlassen hat, noch seine letzten oder die letzten überliefert, fast die letzten überlieferten Worte noch weitergeht, da sagt er, geht hin und macht zu Jünger. Nicht geht hin und bekehret, sondern geht hin und macht zu Jünger. Und dann habe ich es ganz spannend gefunden, das hat mich geflasht, sich Gedanken zu machen über das Wort Jünger. Also wir sehen es, wie Jesus das macht. Aber nachher mal, ich habe dort die Frage gestellt und ich habe erwartet, was kommt. So, was kommt da im Sinn zu Jünger? Und es ist so, Lernen ist gekommen und dann haben wir ja schnell bei Lernen, ein Jünger lernt, haben wir das Bild von Schule. Also, mir kommt das als allererstes in den Sinn und nicht viel anders. Lernen, Schule. Und es gibt so einen negativen Touch gerade ein bisschen, oder? Die Schule habe ich lang fertig und ich will nicht mehr so schnell in die Schule. Obwohl ich jetzt wieder eine Schule gemacht oder eine Ausbildung, aber ich versuche das nicht so als Schule zu sehen, weil Schule ist ein bisschen langweilig. Aber Jünger sein ist etwas ganz anderes. Es geht schon darum zu lernen, aber in einer anderen Form. Und das Wort, das für Jünger gebraucht wird, hat es extrem spannend gefunden. Ich weiss, ich hoffe, es flasht euch auch ein bisschen, wenn ich manchmal so versuche, irgendetwas, was ich im Griechischen finde, ein bisschen überzubringen. Dass das 700 ungefähr vor Christus allererst mal gebraucht wird, das Tunwort davon, also quasi Jünger sein oder so, das braucht der Homer, ein griechischer Dichter. Und es wird dort gebraucht im Sinn von seinen Geist auf etwas richten. Und dann lernt man, aber eben nicht im Sinn von Sachen in den Kopf biegen, sondern prägt werden. Sich prägen lassen. Prägt werden.
Das heisst, du siehst dort im Jüngersein, dass es nicht einfach darum geht, in eine Schule zu sitzen und etwas aufzunehmen, mehr in meinen Kopf aufzunehmen. Sondern dass es darum geht, prägt zu werden. Jesus hat 12 Jünger ausgesucht, nicht einfach, um ihnen gescheite Sachen weiterzugeben, sondern um sie zu prägen. Leben zu teilen. Und dann hat er aus dem Alltag heraus Sachen gesehen und hat ihnen Weisheiten weitergegeben, tiefe Erkenntnisse. Aber das war nur darum so kraftvoll, weil er prägt hat mit seinem Leben und nicht einfach mit seinen Worten. Das letzte Mal hat Sven predigt. Und hey, zuerst einmal bin ich einfach mega dankbar für unsere Technik, wo jeden Sonntag unsere Messages aufnimmt, manchmal in Bild, manchmal in Ton oder in beidem, und dann müssen sie es übereinander legen. Und das sind alles Sachen, die sind nicht einfach so, gell, so schnell hingeworfen. Dann müssen sie von uns noch den Titel bekommen, wie sie das benennen sollen. Und das sind, dann vergisst man das, dann geht es wieder ein bisschen etwas. Hey, Technik hat auch Ferien, und darum sind ein, zwei Sachen jetzt noch nicht oben gewesen. Darum, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe Sven nicht gehört. Ich hatte Ferien und konnte ihn noch nicht schauen, aber ich freue mich schon drauf. Aber ein Vers oder zwei Verse aus seinem Text, weil ich habe ihm so einen Text vorgeschlagen, er musste ihn nehmen für sein Studium und hat dann eine Exegese schreiben, 30, 40 Seiten lang, also lang auf jeden Fall. Und darum ist es natürlich nicht einfach nur zugespitzt auf Jüngerschaft, sondern er hat aus diesem Text auch eine Predigt machen. Sonst muss er zu viel arbeiten, oder? Aber ich nehme zwei Verse aus dem raus. Und da heisst es im 2. Timotheus 2 aus dem Text, den er genommen hat: Du nun, mein Kind, schreibt Paulus an Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Zuerst einmal sehe ich da inne Kind, wenn ich vorne anfange. Du aber, mein Kind. Da siehst du die Art der Beziehung, die Paulus zum Timotheus hat. Nicht du treue Schüler, sondern Kind. Das ist ganz etwas anderes. Wenn du mich ansprichst, du treue Schüler, habe ich ein bisschen Stress. Weil das sagt mir, ich bin noch nicht dort, wo ich sein sollte. Irgendwann kommen noch Prüfungen, bis ich irgendein Diplom habe. Und solange bin ich Schüler. Irgendetwas muss ich noch bestehen. Oder? Das gibt mir ein bisschen Stress. Ich bin nicht so gerne Schüler. Einfach vom Gefühl her. Ja. Aber Kind bin ich immer gern gewesen. Weil wenn jemand mir sagt, du bist mein Kind, dann wenn mein Papi gesagt hat, du, hey, er hat einen Kosenamen gehabt für mich, sage ich jetzt nicht. Der hat nur er gehabt. Lücke kannst du ja fast nicht mehr verkürzen, gell? Du hast immer so einen Kosenamen, versuchst immer einen Namen zu kürzen. Also ihr Berner sind ja Spezialisten. Das ist ja alles mit U am Schluss. Ich weiss am Ende nicht, der Krigu ist der Christoph und der Christian und wer auch immer. Und Baske und alles U. Also, so. Im Zürichdeutsch kenne ich das nicht so. Wie könntest du Lücke noch kürzen? Das geht nicht. Mein Kosename ist länger als 3 Buchstaben. Aber wenn er gesagt hat, Lücke, oder eben nicht. Oder mein Kind oder mein Sohn oder irgend so. Nicht so förmlich. Dann habe ich gewusst, das fühlt sich gut an. Weil da ist nicht ein Anspruch drin. Beim Schüler ist noch der Anspruch, ich muss noch etwas machen und noch etwas bestehen. Könnt ihr das auch so nachvollziehen? Das ist die Art der Beziehung. Er sagt, mein Sohn. Das heisst, er hat... Der Timotheus war aus Lystra, aus der Stadt in Kliasien. Er ist Sohn von einem Griech, das siehst du in der Apostelgeschichte, und von einer Jüdin, der Eunike, die zum Glauben gekommen ist, das siehst du im 2. Timotheus 1,5. Und laut dem Bericht von der Apostelgeschichte und dem Paulusbrief hat er den Paulus auf verschiedenen Missionsreisen begleitet. Der Paulus hat ihn in seiner Heimatstadt entdeckt und hat ihn mitgenommen. Ich weiss nicht, eben schon
Christ war oder so den Durchbruch gehabt mit dem Paulus. Aber der Paulus hat gesehen, das ist ein junger Mann, den nehme ich ganz nah an und das wird mein geistlicher Sohn. Und er hat an ihn geglaubt, hat ihn gefördert, bis er ihn am Schluss eingesehen hat, gesetzt hat in eine Aufgabe. Er hat die ganze Zeit mit ihm verbracht, hat ihn prägt mit seinem Leben. Wahrscheinlich hat er ihn mitgenommen, hat am Anfang gesagt, schau mir zu. Und irgendwann hat er gesagt, willst du ein Zeugnis geben? Und irgendwann hat er gesagt, willst du die Hälfte machen? Ja, ich sage das jetzt, weil ich das auch schon gemacht mit Leuten. Und irgendwann hat er gesagt, mach du mal einen Abend. Und ich mache den Rahmen. Und wenn alles verheilt, fange ich dich auf. Oder? Habe ich auch schon gemacht. Und ich habe gewusst, wenn der Typ, der junge Mensch, den ich mitnehme, wenn der nicht mehr wüsste, wo er ist, habe ich einfach gewusst, ich bin es wieder zusammen, das Päckchen. Oder? Und irgendwann habe ich gesagt, willst du einen ganzen Abend machen? Und wenn alles schief geht, dann tue ich nicht den gleichen. Dann stehe ich einfach auf und übernehme, wie wenn das schon immer geplant gewesen wäre. Ja, also du hast immer ein Backup und irgendwann wird er immer sicherer. Und irgendwann ist der Moment, wo du sagst, jetzt kannst du ganz allein, ich bin nicht mehr einmal rum. Du kannst noch zu mir kommen, besprechen. Und irgendwann kommst du vielleicht nicht mehr besprechen. Und so hat er ihn gefördert, aber er war sein Kind. Das war Beziehung. Und dann sehe ich hier vier Ebenen. Nämlich, der Paulus hat dem Timotheus etwas weitergegeben, hat ihn geprägt. Und dann sagt er ihm, gib das wieder Leuten weiter. Und nachher sollen die Leute wieder fähig sein, das wieder Leuten weiterzugeben. Vier Ebenen hier in diesem Vers, oder? Das heisst, da wird wieder geprägt, es soll multipliziert werden, es soll weitergehen. Dann hat es da auch noch Zeugen dabei, er hat, das haben Leute miterlebt, was da alles passiert. Und mich berührt das. Als ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, hat Daniel Frey, unser Leiter, gesagt, ihr lernt nicht Coaching. Ihr lernt Coaches zu sein. Da habe ich gedacht, ja, das klingt schon schön, aber ich will jetzt ein paar Sachen wissen. Zeig mir die Techniken, wie ich Leute von A nach B führen kann. Die Techniken, wir wollen immer Techniken haben, oder? So, wir sind vielleicht auch halbe Amerikaner. In Amerika gibt es 1000 Bücher How-to. Wie macht man das in 7 Schritten und so? Um das geht es eben nicht. Es geht darum, dass wir prägte sind. Hast du schon mal überlegt, wie du deinen Sohn, deine Tochter, wenn du eine hast, oder deinen geistlichen Sohn, deine geistliche Tochter prägst? Du prägst sie eben. Also, du kannst ihr alles erzählen oder ihm. Du kannst dir 1000 Sachen kannst deinen Kindern erzählen. Und die können das lernen. Aber mehr prägen tut sie, was ich bin. Das prägt sie viel mehr. Da kann ich noch so in der Theorie gescheite Sachen sagen. Die können alle stimmen. Gott ist die Liebe. Er hat dich so gern. Wenn ich jedes Mal, wenn etwas passiert, oh, wieso hast du das wieder gemacht? Was nützt Gott ist die Liebe? Dann haben sie es gelernt. Aber zu tiefst innen sind sie geprägt von, oh, immer wenn irgendetwas passiert, dann muss ich ein Angst haben. Und es gibt viele Leute, die so aufwachsen. Weil wir prägen viel mehr mit unserem Sein oder ganz wesentlich mit unserem Sein und nicht mit unseren Worten, mit, auch wenn das wahr ist, aber unser Sein prägt. Und darum finde ich es so schön, der Paulus sagt, mein Kind. Er hat mit seinem Sein den Timotheus prägt. Und jetzt darf er mit seinem Sein wieder andere prägen, die mit ihrem Sein wieder andere prägen. Im Fall bei Jesus war es nicht anders. Gott hat ganz am Anfang im Alten Testament schon gesagt, dort in dieser Stimme, die aus dem Dornbusch kommt, nicht ich bin der, der macht. Weil das ist nicht sein Wesensmerkmal, auch wenn er ganz viel gemacht hat, nämlich der geschaffen hat, dich und mich und 1000 Sachen. Er hat gesagt, ich bin der, der ist. Ich bin der, der ich bin, ich bin der, der ich war, ich bin der, der ich war, ich bin der, der ich sein werde. Ich bin.
Auf Griechisch ego eimi, ich bin. Und Jesus kommt, ganz wesentlich, was er sagt im Johannes-Evangelium, sieben Worte, oder? Sieben ist die Zahl im Jüdischen von der Vollkommenheit. Sieben Worte, wo Jesus sagt, ego eimi, ich bin. Siebenmal. Es kommt alles im Johannes-Evangelium vor. Er sagt, ich bin das Brot vom Leben, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der gute, der wahre Weinstock. Ich bin. Nicht ich werde tun. Das hat er auch viel gemacht. Nämlich, er ist gestorben für uns, er hat alle Schuld auf sich genommen, hat viel gemacht, aber ich bin das Wesen, die Identität. Und mit dem hat er seine Jünger geprägt. Auf der Welt hat es 2020 7,75 Milliarden Menschen gegeben. Vor etwa 3 Jahren ist der Billy Graham gestorben. Im 100. Lebensjahr. Fast 100 geworden, nicht ganz. Nehmen wir an, der Billy Graham hätte mit 20 bis 80 jeden Tag eine Grossveranstaltung gehabt mit 100'000 Leuten. Und von diesen 100'000 Leuten hätten alle sich bekehrt. Jeden Tag 100'000 Leute. Der Billy Graham hat tatsächlich bis knapp nach 80 geschafft. Nachher ist er ein bisschen kürzer getreten und hat nicht mehr viel öffentlich predigt. Und hat sich dann mit der Zeit zurückgezogen. Und nehmen wir an, 60 Jahre. Jeden Tag, es gibt wie keinen Sonntag für den Billy Graham. Jeden Tag 100'000 Leute und alle bekehren sich. Dann kannst du ausrechnen, dass er in seinem Leben 2,19 Milliarden Menschen bekehrt hat. Das ist aber nur ein Drittel bis ein Viertel von der Weltbevölkerung in 2020. Und in seinem ganzen Leben, da kommen ja Leute noch auf die Welt und sterben wieder. Also so, jetzt kommt er ja nie auf die Zahl 100'000. So, darum gibt es noch ein paar andere, der Reinhard Bonke und diesen und jenen. Und dann haben die ja noch Sonntag, oder? Also, und 5 Tage in der Woche oder 6 Tage ist auch nicht realistisch. Und die Menge von Leuten. Jetzt überlegen mal, und am Schluss haben sie zwar Leute bekehrt, aber sie sind noch nicht jünger. Also, da musst du noch eine Organisation aufbauen für Nacharbeit, dass die Leute nachher in die Gemeinde kommen, dass sie bejüngert werden und so weiter. Es ist eine riesige Geschichte. Es ist eine riesige Geschichte, die Welt. Billy Graham in 60 Jahren, jeden Tag 100'000 Bekehrungen, 2,19 Milliarden. Dann machen wir ein anderes Spiel. Wenn ich oder du uns sagen, wir nehmen uns 3 Jahre lang Zeit, um 3 Leute zu prägen. Ich glaube, das schaffe ich noch. Das muss ja nicht den ganzen Tag zusammen sein, aber immer wieder Leben teilen. Am Abendmahl machst du eine Kleingruppe mit ihnen, am Wochenende unternimmst du mal etwas, sie kommen mal vorbei, sie wohnen in der Nähe, mal schnell auf ein Käffchen, mal schnell für das, für dieses, dann wieder ein Abend und so. 3 Leute, 3 Jahre. Und nach 3 Jahren sagst du, hey, lass uns einen Schritt weitergehen. Jetzt habe ich euch ganz vieles, vieles beigebracht, wir haben Leben geteilt, ich habe euch geprägt. Lass uns wieder 3 neue Leute finden. Ihr findet 3 neue Leute, ich finde 3 neue Leute. Wir sehen uns immer noch. Aber jetzt geht ihr einen Schritt weiter und ich gehe einen Schritt weiter. Dann, nach 3 Jahren sind es 4 Leute, oder die 3 und ich. Oder du. Nach 6 Jahren hat ja jeder von diesen 4 hat wieder 3 Leute. Das sind 4 mal 4. Das sind 16. Das ist noch nicht so viel nach 6 Jahren. Nach neun Jahren sind es 4 Mal, weil jeder hat wieder 3, 4 mal 16. 64 ist noch nicht so viel. Nach 30 Jahren, wenn ich jetzt mit 20 Jahren angefangen hätte, mit 50, wären es schon 1.048.576. Und irgendwo zwischen meinem 68. und 70. Jahr könnte ich sagen, jetzt gehe ich in Pension.
Weil wenn das alle drei, immer die Jünger, immer wieder drei gesucht hätten, wäre dann niemand mehr zum Bekehren. Oder zum Jüngeren, besser gesagt. Nicht Bekehren, zum Jüngeren. Das heisst, du bringst in etwa 50 Jahren, wenn du so ein System aufbauen willst, die ganze Welt dazu. Jetzt auch da klappt nicht alles so einwandfrei, oder? Sonst wäre ja die ganze Welt schon Christen. Aber, weißt du, was zeigt mir das? Es hat ein riesen Potenzial, wenn wir uns in einzelne Leute einbegeben und sie prägen und sie lernen, wieder weiterzugeben. Und da musst du nicht perfekt sein, du musst einfach mit deinem Wesen prägen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist mein Wesen? Mich hat das tief bewegt, am Anfang, eben das, der Ausspruch von Dani Frey, du wirst nicht einfach Coaching lernen, du wirst lernen, ein Coach zu sein. Und die zwei Jahre haben etwas gemacht mit mir, weil plötzlich habe ich gemerkt, ich werde viel ruhiger, ich muss nicht mehr irgendwie leisten und habe nicht mehr einen Krampf. Weil weißt du, was ist als Coach die Sache? Du kannst dich nicht vorbereiten. Es kommt ein Mensch und es können nacheinander 10 Menschen kommen ins Coaching mit dem genau gleichen Problem und jeder findet eine andere Lösung für sich selber. Das heisst, du kannst dich nicht vorbereiten. Das Einzige, was du machen kannst, hat er immer gesagt, er tut vor dem Coaching ein Gebet sprechen: Jesus, lass mich ganz da sein, jetzt, im Moment. Danke, Amen. Das heisst, ich bin jetzt da und ich bin prägt hoffentlich von Gott und jetzt bin ich da und präge wieder. Und mehr kann ich nicht. Und dann hilft schon gewisses Wissen. Das kann helfen, aber das Wichtige ist, wie bin ich prägt? Was ist mein Sein? So. Pension mit sicher 70, da haben sie es noch. So. Ich möchte zum Abschluss noch weitergehen und nochmal erinnern an die Worte, die ich nachher in der letzten Message, aber das ist ja auch schon ein paar Wochen her, aufgenommen habe. Der Paulus schreibt, und ich gehe direkt auf Details, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ein Kind willst du prägen, ein geistliches Kind, dass er weiss, es weiss, die Sünden sind mir vergeben und es hat den Vater erkannt, mehr nicht. Das sind die wesentlichen Kennzeichen. Wenn ich jetzt aber meinen Sohn versuche zu prägen und ich auch dort sehe, jetzt der Ilario hat, glaube ich, sein Leben schon mal Jesus gegeben. Er hat das schon mal so gesagt. In seinem Verständnis hat er das total ernst gemeint und das möchte ich annehmen und achten. Und vielleicht kommt der Moment, wo er es nachher als jüngerer Mann nochmal neu sagt mit seinem neuen Verständnis oder erweiterten Verständnis. Der Liam hat das vielleicht gar noch nicht so können. Aber er betet jeden Abend: Ja, Jesus, danke für das und danke für das. Und dem habe ich mega Freude. Und aber bei den Kindern versuche ich, auf 4 Sachen zu schauen, dass sie zu jungen Erwachsenen werden. Ich will, dass sie merken, was ist ihre Identität. Wer sind sie? Das ist das Allerwichtigste. Wer sind sie? Nicht, was können sie? Wer sind sie? Sie sind Söhne und Töchter von uns. Also jetzt beide sind Söhne, nicht Töchter. Und sie sind Söhne vom allerhöchsten Gott. Und dann wünsche ich mir von einem Kind auch, jetzt ich habe das da genannt, eine gewisse geistliche Fitness. Ich will, dass sie lernen, dass ich sie prägen kann, dass sie die Bibel lieben. Dass sie gewisse Routinen überkommen, um mit Gott zu reden, zu beten. Dass sie da etwas entwickeln. Ich will auch, dass ihr Charakter sich positiv entwickelt. Und das sehen wir zum Teil auch bei Milario, oder? Dass er, wenn irgendjemand
benachteiligt ist in der Schule, dass er ein Herz hat für diese Person und dass er nicht mitmacht im Geschnurr vom Rest. Sondern dass er einen Charakter hat, der einen Unterschied macht. Das wette ich, dass sie geprägt sind. Und ich wette, dass auch ihre Taten etwas zeigen von dem Wesen. Dass es einfließt und sie vielleicht sogar proaktiv überlegen, wie könnte ich in dieser Schule einen Unterschied machen. Nicht erst, wenn die Gelegenheit kommt, zum Beispiel, sondern was habe ich für Gaben, was könnte ich machen. Ich wünsche mir, dass so sie geprägt werden von Gott. Und dann werden sie junge Erwachsene. Und irgendwann werden sie nicht mehr darauf angewiesen, dass ich noch irgendwo sie fördere und sie pushe. Irgendwann kann ich sagen, hey, ihr seid's. Jetzt bin ich noch da für euch, bin immer noch der Papi. Kommt zu mir, wenn ihr Lust habt. Ich hoffe, ihr habt hier wieder Lust. Aber sonst, ihr checkt es selber. Oder? Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch, ihr habt den Bösen überwunden. Da kann ich sagen, ich kann alles geben in euch. Und ihr habt gelernt, dass die Welt nicht einfach ist. Erlöse mich vom Bösen. Von allem, was könnte böse sein, von allen niederträchtigen Äußerungen von Menschen, aber auch vom Satan und was er macht. Sie haben gelernt, weil ich mit ihnen Sachen bespreche. Und es fängt ja an, wenn der Ilario gecancelt wird wegen irgendetwas. Dann müssen wir uns Zeit nehmen für ihn. Das ist irgendwo ein Ausdruck vom Bösen. Und dann müssen wir ihm lernen, wie er damit umgeht. Und wenn er jung wird sein, wird er mit dem besser umgehen können. Und er wird hoffentlich stark sein und das Wort, weil ich ihm das lieb gemacht habe oder mir ihm das lieb gemacht habe, wird in ihm leben. Jetzt ist es manchmal ein bisschen mühsam, oder? Dann nehmen wir die Bibel vor und kommen neben das Kapitel und dann so, oh, ja, hat schon gerade das Spiel im Kopf oder irgendetwas. Aber ich hoffe, dass er plötzlich merkt, wie lieb ihm das ist. Und dass es stark wird und dass es ihm dazu dient, den Bösen zu überwinden. Und am Schluss wird er hoffentlich auch ein geistlicher Vater. Und immer mehr in dem Innen, wo er läuft, und das braucht Zeit, mehr kennen von Gott, wie er ist. Und ich hoffe, ich kann ihm jetzt schon etwas weitergeben von dem, dass Gott viel mehr ist als nur ein Ausdruck oder fünf Namen oder irgendetwas, sondern dass ich ihm immer wieder vorleben kann, Gott ist ein unendliches Geheimnis. Und es gibt noch so viel zu erkennen von ihm. Und wenn wir anfangen, die Leute zu prägen, dann ist die erste Frage, die ich jetzt am Schluss für dich habe. Was ist unser Sein? Was ist unser Sein? Wo ist unser Herz? Wo steht unser Herz? Wenn wir daran denken, macht es uns Angst? Oder denken wir, nein, ich habe Gott schon auf so viele Facetten erlebt. Ich glaube wirklich, da ist etwas, da ruht etwas in mir. Ich liebe Gott und ich will Leute prägen mit dem. Wie ist dein Sein? Das ist die alles entscheidende Frage. Weil mit dem, wie wir sind, prägen wir Leute. Und ich wünsche mir und mein Gebet ist, dass wir Leute prägen, dass sie von Babys zu starken jungen Erwachsenen werden und am Schluss auch hinwachsen können zu geistlichen Vätern und Müttern, die wieder andere in diesem Prozess mitnehmen können und prägen durch ihr Sein. Wenn du noch eine Herausforderung geben willst, mach du aus dem heraus. Also ich möchte vielleicht mit dieser Frage noch ein bisschen weitergehen und damit es wirklich auch noch Raum geben, wo du dir selber kannst die Frage stellen, bist du bereit, dass Gott dich auf einer ganz anderen Ebene vielleicht nochmal herausfordern darf, damit er dich prägen kann, Veränderung zulassen in deinem Leben. Und eine weitere Frage vielleicht, die du dir selber auch kannst stellen, will ich mich von jemandem anders prägen?
Oder eine weitere Frage, die du auch noch stellen kannst, ist, bin ich selber bereit, andere zu prägen? Sei das Kleingruppenleiter, sei das in meinem Umfeld, wo mich Gott reingestellt hat, mit meinen Arbeitskollegen. Die Jüngerschaft fällt ja schon viel früher an. Ich dort, wo wir sind, prägen wir Menschen. Und du kannst dir die Frage stellen und mit Gott darüber reden, das, was dir jetzt auch anspricht. Will ich mich von Gott neu prägen, herausfordern? Will ich mich von anderen Menschen prägen? Bin ich bereit, mir ins Leben hineinzureden, um dann wieder andere zu prägen? Und in dieser Zeit hören wir jetzt ein Lied im Hintergrund. Ich möchte dem bewusst Raum geben. Red mit Gott darüber. Besprich es mit ihm. Frag ihn, was ist dran, ganz konkret.